Hallo Freunde, es ist wieder soweit. Es ist Unboxing-Zeit. Ja, Unboxing-Zeit heute. Ich habe zwei Pakete bekommen. Na, was heißt zwei Pakete? Ein Paket und ein Päckchen. Ein Päckchen von eBay und ein Paket von Steffen Bose. Das ist das Paket vom Steffen Bose. Und das ist das Päckchen von eBay. So. Mein Messer ist am Start, aber vorher, bevor ich überhaupt anfange, das Päckchen-Paket auszupacken, erstmal einen schönen Kaffee aus meiner Sailor Moon-Tasse. Juhu! Lecker, lecker. Genau. Ich würde sagen, wir fangen auch mal direkt an. Ich packe hinter der Kamera die Pakete aus und zeige euch dann, was dort drin ist. So, das Paket behalte ich, den Karton. Das geht nämlich direkt wieder auf die Reise zum Steffen Bose. Denn Steffen Bose bekommt von mir auch noch ein schönes Päckchen. Wie ihr seht, es ist auf und da glänzt auch schon was durch. Und zwar, oh, ja, jetzt hat der Steffen es endlich mir zugeschickt, alles was ich für meinen Schrottplatz brauche. Und ja, ich will mir einen Schrottplatz bauen. Oh, nichts Neues in der YouTube-Geschichte. Es gibt schon viele, die einen Schrottplatz gebaut haben. Aber ich baue mir auch einen. So, als erstes hätten wir hier, der wird ja von allen Leuten gesucht und mitgenommen. So einen findet man kaum im Laden. Einen Audi Avant RS2. Ich tue den mal auf meinen schicken Drehteller stellen. Denn ich habe ja jetzt auch einen Drehteller, wo ich meine schönen Modelle präsentieren kann mit. Ja, des Weiteren haben wir hier noch ein Knüppel. Ja, ein schickes Päckchen. Wir haben hier ein Knüppel. Und zwar schauen wir mal, was da drin ist. Au, ja Leute, das zeige ich euch ganz zum Schluss von dem Video hier. Des Weiteren habe ich vom Steffen Material bekommen für mein Diorama, was er beim letzten Paket leider vergessen hatte. Aber es ist ja nicht so schlimm. Ein schöner Baum. Stelle ich den Baum mal hier drauf. Kann der Baum sich drehen. Hier. Oh, schicke Hecke. Übrigens bin ich auch Holzfäller, wie man sieht. Ha. Oh, da fällt der Baum schon auseinander. Macht ja nichts. Einen schicken Tannebaum. Oh, Tannebaum. Oh, Tannebaum. Noch ein Tannebaum in etwas kleiner. Und noch ein Tannebaum. Und zu guter Letzt ein Mini-Tannebaum. Ha! Freunde, das stellen wir mal hier rüber. Die Tannenbäume fallen schon. Ja, hier ist. Oh, der Tannenbaum ist schon etwas schräg. Ha, das ist nicht schlecht, dass der etwas schräg ist. Ja, was habe ich dann noch vom Steffen bekommen? Bepflanzungen für Gras oder Rasen. Was hat der Steffen mir noch mitgeschickt? Hierfür. Fertiges als Rand für sonstige Sachen. Oder auch eine komplette Rasenmatte. Die ist leider so groß, die kann ich euch leider nicht in einem zeigen. Aber ideal für schrottplatzmäßig. Wie ihr seht, die ist nicht gerade klein. Das ist super. Die lege ich mal dahin. Dann noch diverse kleinere Sachen. Wie zum Beispiel. Oh, das ist gut, Steffen. Schotterweg. Den kann man gut gebrauchen. Oh, hier haben sich noch ein. Ja, einigermaßen gut erhaltener Tannenbaum. Dann haben wir hier Beflockung. Und was ist das? 2.11.15, Box 1260. Auch nochmal Zeugs zum Bepflanzen.
diversen Kleinkram. Auch gut. Zur Beflockung. Hier. Diverse Kleinkrams. Diverse Gleise. Auch gut. Die lege ich mal dahin. Dann habe ich hier vom Steffen noch Zaun bekommen. Dann hat er mir, hier ist noch eine kleine Ecke Bepflanzung. Dann hat der Steffen mir diesen schönen VW Käfer mit eingepackt von Matchbox. Kann man auch so hin machen. Zum Beispiel, genau, den lege ich mal darüber. Dann hat er mir hier noch was eingepackt. Und zwar Mauern. Was hat er mir hier noch mit reingemacht? Oh, das ist ja geil. Diverse Eulenspiegelmagazine. Ein und zwei Stück hat er mir mit eingepackt. Oh, die sind aber auch. Oh, Wochenzeitung für Satire und Humor, Berlin 24. 32. Jahrgang, Nummer 4277. Und hier auch noch ein Eulenspiegel. Da kann man es vielleicht sehen. Wochenzeitung für Satire und Humor, Berlin 29. Das ist ja mal cool. Da habe ich heute Abend was zu schmökern. Geile Sache. Danke, Steffen. Ja, und somit ist auch der Karton leer. Aber es gibt noch dieses Päckchen, was ich mal auspacken möchte. Oh, da hat der Steffen mir noch, kann man es erkennen, Andreas Kreuzdinger mit reingepackt. Andreas Kreuzdinger, genau. Ah, er hat dran gedacht. Das ist ja cool. Und zwar hat er mir, und wann ist die Zeitung eigentlich? Samstag, 19. November. Ja, ist schon was älter, die Zeitung. Zack, da kann ich auch wieder was mit einpacken. Und zwar hat er mir einmal diesen schicken Wagen hier eingepackt. Das ist ein Nissan Skyline GTR 32. Das ist so mein Traum Skyline, der mir absolut gefällt. Und zwar dieses schöne Stück hier. Gut gebraucht vom Lack. Der wird nämlich lackiert von mir. Ich stelle ihn mal hier drauf. Ich kann euch ja mal was dichter ranzoomen. Mal gucken, ob es klappt. Da seht ihr ihn. Das schöne Stückchen. Absolut geiles Auto. Absolut geiles Auto. So. Und dann, man hat es ja letztens auf Steffen seinem Kanal gesehen. Steffen hat für mich doch einen schönen BMW gemacht. Und den hat er mir mit in das Paket geschickt. Und zwar ist es, ich muss mal gerade an meine Vitrine gehen, dann zeige ich euch, wie er vorher ausgesehen hat. Und zwar sah er vorher so aus. Natürlich etwas mehr gebraucht und hier die Scheibe ein bisschen krumm. Wie gesagt, so sah er vorher aus. Gucke ich euch auch nochmal dran. Könnt ihr mal reingucken. Hatte ich nämlich dem Steffen extra einen gegeben, wo ich ihn gefragt habe, ob er mir den schön machen kann oder restaurieren kann. Und der Steffen hat gesagt, ja natürlich Manu, ich kann dir den machen. Und hat mir einen restauriert. Den hat man auch in seinem Video gesehen. Und zwar hat er mir den BMW so gemacht. In einem schicken Blauton. Hat unten den Unterboden, den Wagen in Marineblau, soweit ich noch weiß, ist die Farbe. Dann hat er mir, das sind, so wie es aussieht, Majorette-Felgen drauf gemacht. Ja, ich glaube, die sind von Majorette. Hat vorne die Front farblich gemacht. Rückleuchten hat er dran gemacht. Innen drin, das hat er mit seiner Grundierung. Und den Wagen hat er, wie gesagt, in Marineblau. Und hat quasi das Schwarze hier, das ganze Stück hier, abgedremelt. Und somit den Wagen so schön gemacht. Ich finde den mega geil.
der ist ihm sehr gut gelungen. Da muss ich sagen, richtig geile Arbeit, Steffen, richtig geile Arbeit. So, und was haben wir noch bekommen? Das war übrigens das Paket von Steffen. Vielen Dank dafür. Jetzt kann ich ja loslegen mit meinem Schrottplatz. Und ich habe ja noch dieses Paket. Und da zeige ich euch jetzt, was da drin ist. Und zwar habe ich über eBay habe ich mir ein paar Raijin Express geholt. Also wer nicht weiß, was ein Raijin Express ist, das sind diese japanischen extra getunten kleinen LKWs. Man nennt es auch Bosozoku-Style. Und ja, die hat die habe ich mir bei eBay geholt und heute kam schon mal der erste an. Und ich habe ja schon mal einen, den roten, den Treasure Hunt. Und ich habe mir dann noch ein paar bestellt. Fünf Stück an der Zahl, genau. Und heute kam schon mal der erste an. So, den packe ich jetzt gerade aus. Okay, ich zeig mal kurz, da ein Päckchen. Und ja, Karte ist sehr gut erhalten. Was auch immer das ist, was da drin ist. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwo dazu gehört. Oder doch, ansonsten habe ich irgendwelche Teile von der Fabrik mit. Natürlich ist hier auch wieder die Verpackung an der Seite kaputt. Was nicht mitbeschrieben wurde, ist ja ganz klar. Warum soll man das auch machen? Werde ich direkt einmal eine Bewertung schreiben. Und zwar habe ich bekommen dieses schöne Stück in Gold. Diesen schicken Raijin Express. Da ist keine Ahnung, was das da ist. Bisschen Späne, wovon auch immer. Leider ist hier oben die Verpackung kaputt. Das ist leider nicht beschrieben worden, dass die Verpackung kaputt ist. Aber gut, ich meine, ich habe ihn mir nochmal bestellt. Sollte die Verpackung bei dem anderen gut sein, wird dieser hier ausgepackt mit der kaputten Verpackung. Dieser ist von 322 steht hinten drauf. Vielleicht könnt ihr das ja besser erkennen. Da steht 322, oben steht 21a. Da steht 22. Ja, gut, da hätte ich es vielleicht auch sehen können. Ja, wie gesagt, einen Raijin Express. Mega coole Dinger. Ich finde die Dinger geil. Ich mag sowieso in letzter Zeit, tendiere ich auf diesen Bosozoku-Style. Und ja, das ist eben noch mit dem Briefträger gekommen, das Päckchen. Ja, des Weiteren nochmal kurz. Ich habe hier ein Custom gemacht, das zeige ich auch nochmal ganz kurz rein. Ein kleines Custom, mein allererstes Bosozoku-Style-Custom. Und zwar dieser schöne. Er ist auch schon als Short-Video in YouTube. Obendrauf, ich weiß, es war mein erstes Mal, dass ich versucht habe, diese Rising Sun, diese aufgehende oder untergehende Sonne, wie sie heißt, die ist mir hier natürlich nicht gelungen. Aber ich bin zufrieden, so wie er ist. Ich habe hinten den langen, schräg stehenden Auspuff gemacht. Ich stelle ihn auch mal gerade, ein bisschen dichter, kann da ruhig rangezoomt werden. So. Habe ich mir gedacht, ich versuche mal und probiere mal, ob ich sowas in der Art herkriege. Hinbekomme, wie auch immer. Und ja, ich habe einfach Chrom und Carbon Grau genommen und habe einfach mal ein zweifarbiges Auto gemacht. Ich habe gleichzeitig noch hinten die Rückleuchten, habe ich, man kann es erkennen. Den Auspuff habe ich aus einem Rohr gemacht, in Chrom lackiert mit dem Chromstift. Die Sitze habe ich orange übrigens gemacht. Ja, kleiner Hingucker, damit es innen drin auch ein bisschen farblich ist. Ja, und den Unterboden und so schwarz gemacht. Wie man sieht, ich schraube nicht, ich klebe meine Autos zusammen. Und ja, minimal tiefer gekommen, lässt sich aber noch drehen. Ja, genau. Und den habe ich jetzt im Januar gemacht für unser Community-Projekt.
eigentlich für Februar, März, aber ich war halt schon ein bisschen schneller und habe schon früher damit angefangen. Jo, dann würde ich sagen, ich tue nochmal den hier draufsetzen und damit verabschiede ich mich mit diesem drehenden Auto und ja, den schicken Skyline, der wird farblich umgeändert und kriegt andere Räder drauf, eventuell. Und damit würde ich dann sagen, war es das für dieses Video und ich wünsche euch noch einen schicken Resttag, wie auch immer. Und dann sage ich mal, ciao, ich bin raus, euer Manu, ciao.